Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, ich glaube, ich habe den Kurs hier schon. Gucken wir mal. Ansonsten habe ich mir den nämlich gerade noch mal geholt. Dann können wir das lieber machen. Wo fängt der denn an? Drüben wahrscheinlich. Dann fahren wir mal eben drüben, nach drüben. Dann hat der Schwader noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorsprung auszuarbeiten. Wo ist er denn? Ach, da. Fängt jetzt die dritte lange Bahn an. Können wir den schon mal ausklappen? Ja, machen wir doch. Da fängt sie. Genau da. Und dann ersten Wegpunkt. So, ich hoffe, du bleibst jetzt nicht. Ne, die Leitplanke ist da schon zu Ende. Das passt schon. So, Feld 72 sind wir auch fast soweit. Ich weiß nicht, ob der hinkommt. Wir sollten ihn mal anstellen. So, der hat sich aufgefüllt und ist auf zu Feld 59 unterwegs. Und du machst hier einmal Werkstatt Einsatz, dann gleich mit. So, beim nächsten Mal können wir dich wegfahren. So, hier auf Feld 71. Wir müssen ja ein gegrubbertes Feld haben. Oh, oh. Der kommt mit dem Mineraldünger, nicht Mineraldünger. Er bezieht gar nicht hin. Das Feld war ja auch vollkommen mit Unkraut belegt hier unten. Ja, aber hat noch ein ganzes Stück. Was den anderen so wenig ist, ist das hier zu viel. So wirklich den Unkraut sieht man ja dann noch niemals. Ach so, wir sollten dich mal auch auffüllen lassen. Dann können wir dich nämlich nochmal anschalten. Du hast ja ein bisschen nicht weit gekommen. Hier auf 64. Oh, die vierte Bahn. Wo ist denn der LKW? Ist der eigentlich schon angekommen? Doch, da ist er doch. Dann sammeln wir hier mal die Ballen ein. So, dann gucken wir, dass wir von hier vorne nach hinten oder hier hinten nach vorne wegsammeln. Das andere Größe? Nee.
Dann werden wir unsere Altlasten hier auch los. Dann haben wir das Feld oder die Wiese auch sauber. Dann können wir da vielleicht noch den Kalkstreuer auch draufsetzen. Und dann hinterher düngen. Ihr haut ihr mal ab, ihr Rehen oder Raben. Aber wir kriegen schon was zusammen. Ich muss eh zurück, also kann ich hier auch gerade durchfahren. Dann holen wir uns hier die letzten zwei Ballen von diesem Feld auch runter. Da schauen wir mal, was hier schon liegt. Was weg ist, ist weg, sage ich immer. So, noch 5 Ballen, die haben wir auf jeden Fall hier. So, dann ab zum Ballenlager. Nächste Ladung. Ach so, da hatte... Wir hatten ja erst einen anderen Kurs, genau. Oder wir hatten einen Kurs mit... 2 Fahrzeugen auf einen. Die haben dann nochmal umgeswitcht, deswegen ist da hinten schon ein bisschen Kalk verbracht worden. Ja, der verbraucht aber nicht so viel. Also wie viele Bahnen sind da schon? 2, 4, 6, 7. Ist keine 25% verbraucht. Das passt schon. So, du brauchst aber hier noch gar nicht anfangen. Aber du störst da auch erstmal nicht. So, er macht die nächsten Ballen. Ist schon ein bisschen schneller, also 17 km/h jetzt. Ich glaube, der Schwader macht nur 15. Deswegen ist gut, dass wir dem ein bisschen Vorsprung geben. Schafft das oder schafft das nicht? Ich glaube nicht. 100 Liter oder 100 mehr drin. Was sagen wir? 50 Meter? Oh, der füllt sich auf und ist dann wieder da, hoffe ich. Du hast... Dann lass uns doch mal schauen. Du hast, glaube ich, hier angefangen. Da drüben hat er aufgehört. Dann fahren wir ihn jetzt mal selber dahin.
wären wir hier auch noch was los. Was sagt die Karte unten? Ja, könnten wir was loswerden. Damit der rote Fleck da noch wegkommt. Ja. So, dann machen wir hier weiter und dann hast du ja auch gleich Feierabend. Nächster Wegpunkt. Wir hatten so lange darum gestanden, wir sind nicht auf die Idee gekommen, den einmal zu betanken. Nee, das ist was. Ich hoffe, der schafft wenigstens das Feld. Oh, der hat sich aufgefüllt, ist auch noch mal voll geworden. Jetzt schauen wir mal, wo er hinfährt, wenn er am Platz ist. Ob er zum Endpunkt oder zum Startpunkt fährt. Trommelwirbel. Ne, irgendwie sagt er dann hier vorne. Ne. Hör auf, das kann weg. Und den machen wir auch weg. Nächsten Wegpunkt ist richtig, aber wir fahren dich eben mal dahin. Und nächsten W-Punkt. Und ab geht's. Ach, der ist klar auch daneben. Ich habe gedacht, der wäre schon dahinter. Aber hat noch 2 Bahn Luft. Mal gucken, wie weit ist der LKW? Auch der LKW ist fast da. Dann können wir den ja eben selber mal fahren. Und der Düngerstreuer ist auch fertig, wie wir sehen. Kein weißer. Doch, ein Fleck sieht man noch, aber keinen weißen Bereich. Ich muss erst einmal Z drücken und dann das zweite Mal. Oh, ich habe gedacht, na, Ballen müssten doch hinten mehr werden. So, jetzt wieder zurück zu 47. Aber vorher noch einmal Z drücken, damit er vom Abladenmodus wegkommt. 800.000. War hier noch was drin? Flüssigkeiten? Ne. Alles leer gemacht.
Ja, der LKW kommt. Er füllt sich gerade auf, ist auch gut. Sollen wir den schon zu 71 fahren, weil... Ne, 41, sorry. 41. Wird sich ja wohl nicht auffüllen. Der Kurs kann dann weg. Dann können wir den wegpacken. Lass mich noch vor dir rum. Jawohl. So, dann haben wir ja wieder einen Traktor frei. Nur für was? Wir könnten noch mal mit der Dünger noch, aber der eine kriegt das ja auf jeden Fall soweit fertig, weil wir müssen ja vorher alles kalken, also können wir den auch erstmal wegsortieren, dann kann der da dranbleiben. Haben wir den da reingewuppt? Ja. Passt. So. Ruhe. Der ist auch gut dabei. Der kann dann, wenn er zum Ende kommt, können wir den anderen auch vorziehen quasi. Müssen wir hier nur mal schauen, wo war er? Hier sieht es irgendwas Komisches aus, als hätte er da angefangen. Ich lasse mir mal alle Kurse anzeigen. Oder hast du genau hier vorne? Aufgehört. Jupp. Ach, er fährt selber dahin. Okay. Dann, ja, genau da. Ja, einige machen das. Nicht wo an den Traktoren. Dann macht er da jetzt weiter, genau. Alles gut. Super. Finde ich das. Oh, 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 was, wo willst du denn hin? Ja. Ach, verkehrt rum, warum fährst du denn verkehrt rum? Oh, oh. Das könnte noch gut gehen, weil der zieht ja einfach durch.
Liegt aber genau da auch ein hin. Weil er könnte noch gerade dran vorbeigehen. Wie weit willst du zurück? Warum hast du jetzt aufgehört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kirsche? Ja. Haben wir leider nichts. Ach, jetzt fängt er hier an. Naja, soll er mal machen. Und die Ballen aufsammeln, so wie weit unter 50%. Das sieht gut aus, dass er das hier wirklich mit einer Rutsche machen kann. Hier haben wir, glaube ich, nicht die 14 Meter, ne? Ach, da ist er. Ausgeklappt hast du dich aber schon. Mit Anschwung vielleicht? Auch nicht. Bin ich ganz runter. Komm, jetzt noch ein Stück. So, dann kannst du dich auch wieder aufklappen. Wir haben ja hier vorne ein bisschen was, was wir noch wegmachen wollen. Oder ich habe es gesehen, dann will ich es auch wegmachen. Wenn es geht. Geht. Und dann setzen wir einfach drauf. Nächster Wegpunkt. Dann soll er hier weitermachen. Dann können wir vielleicht... wir fahren mal hier an der Seite. Kommst du dann an uns vorbei? Ja. Das ist gut. Dann... bleibt sie neben uns stehen, ja, auch klasse. Jetzt kommen sie sich nur in der Quere, schätze ich mal. Der ist noch auf 47 eingestellt. Und jetzt sollten wir den mal schnell umstellen auf 48. Dann kriegen wir den ausgebremst. Soweit ja. Und die Beine gehen wieder aufeinander los. Nee, 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 nee. Komm hier. Nimm raus. Und lass mich hier ein Stück zurück. Wo warst du jetzt? Welcher Kurs? Okay. Dann setzen wir dich doch da wieder an. Nächster Wegpunkt. Und wir können dann...
die gefährlichen Ballen da schon mal wegsortieren. Was heißt wegsortieren? Wegsammeln. So, dann wird den auch ratzfatz voll. Na, hier liegen, glaube ich, gar nicht so viele. Aber wir sind ja schon fast am Ende des Feldes. Und wir haben noch Platz. Ja, den können wir gleich wieder losschicken. Und das war's quasi schon, ne? Einmal zurückkommen und nochmal voll werden wir, glaube ich, nicht mehr. Dann pack auch mal was da drüben rein. Haupthof. Ausgang. Kommen wir dahin. Arbeitet er? Wir werden gleich sehen, wenn wir da vorne sind. Aber er ist gerade bei 50%, also. Das kriegt er hier nicht locker, aber das dürfte passen. So. Ach, hier fängt es erst wieder an. Okay. Das war durchs Vorgewände. Wäre das dann gekalkt? Ja gut, beim nächsten Mal können wir da bestimmt die Seemaschine losschicken. Ja, so kleine Eckchen lässt er dann doch mal stehen. Ich glaube, da drüben sehen wir auch noch eine Ecke. Oder scheint das nur so zu sein, dass da noch was steht. Kann man sich auch teilweise so täuschen, weil jetzt kommt die Wiese da drüber. Nee, das können wir doch noch besser. So, dann kann er erstmal weg. Und hier kann quasi gekalkt werden, genau.
So, da sind wir auf Feld 72. So, Zwiebeln. Haben wir Zwiebeln angepflanzt? Braun, 7 müssen sein, ne? 7 ist angepflanzt, so. Dann Hopfen. Haben wir. Kohl. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee, dann lass uns doch hier auffällt. 73 und 70 machen wir einfach Kohl. Wir sind gerade hier. Haben wir so Unkraut hier auch weg. Kurs generieren. Und das Feld kriegt dann mit Sicherheit. Fertig mit Weißkohl. Ja, du kannst noch nicht. So, er ist auf dem letzten Vorgewende. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit Medien Stevie. Ciao, ciao.